Also, schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das letzte Mal bin ich eigentlich ziemlich hart durch den Wald hier gerannt und habe eigentlich alles niedergemäht, was mir in die Quere kam. Eigentlich war der Plan, dass ich zu den Schmieden gehe und das will ich jetzt auch... Oh, warte, ich muss ja gar nicht... Moment, da hinten ist noch ein Loot. Wie komme ich denn an den Loot da hinten hin? Ich habe es gerade irgendwo leuchten sehen. Ich glaube, da hinten ist irgendwo noch ein Loot. Ich wollte bei den ganzen Schmieden vorbeigucken. Bei dem einen war ich jetzt schon, der kann nichts mit dem Zeug anfangen. Deswegen, ist der Sonnenlicht... Welcher? Was ist der Sonnenlichtaltar? Wir gucken mal kurz. Ja, DS2, Dark Souls 2 werde ich auf jeden Fall auch spielen, auch wenn viele behaupten, gut. Dass es wohl anscheinend nicht so toll sei und man es skippen soll, aber ich möchte ja die Story auch mitkriegen. Deswegen wird es auf jeden Fall auch Dark Souls 2 geben, bevor ich dann zu Dark Souls 3 gehe. Und jetzt möchte ich die Schmiede, den anderen Schmied einmal besuchen. Ich werde einfach durchrennen. Mal gucken, ob das gut geht. Bin ich froh, dass die beiden Boys hier weg sind, ne? Das war eine Tortur. Ich komme gerade aktuell nicht so richtig hinterher, das Zeug auf YouTube zu veröffentlichen. Das ist ein Haufen Arbeit. Vor allem will ich das ja auch nicht einfach so online stellen, sondern ich mache mir wirklich Gedanken, ich mache da Kapitel zu, dass man skippen kann, dass man sieht, okay, da macht es Sinn, jetzt reinzuspringen oder nicht, dass die Leute einfach mehr Spaß haben bei so einem langen Video und so einer langen Reihe an Videos, auch die Videos wieder anzuklicken und da durchzugucken. Und das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit, weil ich ja jedes Video wieder und wieder durchguck und kurz zusammen und kurz die Anfänge schneiden muss und so. Also deswegen dauert es einfach einen Ticken länger. So. Hallo, Forge Icon. Aha. Rüstung verstärken, Waffe verstärken, Ausrüstung reparieren, Ausrüstung umwandeln. Okay, also es klang jetzt im ersten Moment... Es klang jetzt so, als könnte er diesen Gegenstand, den ich gefunden hatte, verwerten, aber anscheinend doch nicht. Welcher war denn das hier? Da war irgendwo ein Gegenstand und zwar... Ich habe doch irgendeinen Gegenstand bekommen. Da. Nee. Waffenveredelung. Hä, bin ich jetzt blöd? Okay, ich finde es jetzt im Inventar gar nicht. Das ist jetzt sehr seltsam. Welcher Gegenstand war denn das?
War es die Chaosglut? Aber da steht ja nur zur Waffenveredelung. Chaosglut entstammt der Stadt Isalit und wird nur von einer alten Methode vertrauten Schmieden bearbeitet. Wandelt Feuerwaffe. Ach so. Dann habe ich gar nichts für die zum... so richtig zum Abgeben, dass die mir was schmieden. Dann habe ich das falsch verstanden, glaube ich, das letzte Mal. Voll unnötig. Ich renne zu dem Leuchtfeuer da vorne. Nicht hier lang. Da lang. Aber ich gucke jetzt trotzdem noch zum dritten Schmied, den ich kenne. Einfach mal vorbeischauen. Ich habe aber keine Feuerwaffe. Also, irgendwie egal. Ich gucke da jetzt nochmal kurz hin. Vielleicht erzählt er mir ja was Spannendes. Ist eigentlich meine tolle Axt? Ist die schon auf plus 5? Ja, kann ich die noch weiter? Oh, hab ich mich gerade erschrocken, ne? Der Aufzug fährt hier rauf und runter und macht Geräusche. Ich dachte, hier passiert jetzt gleich was Wildes. Da geht's schon wieder los, ey. Oh, Mann. Ich habe einfach in der letzten Aufnahmesession und im letzten Stream 4 Bosse gekillt in 3 Stunden. Ich würde ja schon gerne meine gute Axt noch weiter verstärken, die krude. Hey, Andi, grüß dich, hi. Ah, und ich habe, glaube ich, rausgefunden, was die Menschlichkeit bringt. Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Ich bekomme an Leuchtfeuern mehr Flakons. An den Standard-Leuchtfeuern bekomme ich mehr Flakons. Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Ich glaube, 7 Stück, wenn ich menschlich bin. Ich habe mir nämlich nochmal das Footage aus der... während der Aufnahme angeguckt. Hey, hang on. Is that? Ja, guck mal. Guck mal. Not even back in Vinheim. What a brilliant flame. Please, friend, let me have that. I am begging you. I am a craftsman of Vinheim. I'd go hollow before I pass him a flame like that. Oh, really? You are wonderful. I will forge a Rickett masterpiece just for you. A weapon to make a legend out of it. So. Hat der jetzt schon... Nee, das ist das Zeug, das er standardmäßig hat. Okay. Hm? There's nothing to talk about. We're both cursed. Undead. Okay, nichts, okay. Der verwandelt mir die nur zurück.
Und sonst macht er nichts. Gut, also der kann zumindest was mit der blauen Glut anfangen. Hey, hang on, is that an ember? Oh, I'm sorry. We at Vinheim don't deal in shoddy embers like that. Perhaps you should try an old smith out in the country. Okay, also der hat die blaue Glut schon mal genommen. Alles klar, dann fehlt mir noch ein anderer Schmied, den ich noch nicht gefunden habe. Na gut. Jetzt ist die Frage, wo gehe ich hin? Ich würde mal, bevor ich wieder in die Lava-Gegend darunter gehe. Möchte ich einmal am Friedhof runterschauen? Du hast mir immer noch nichts zu sagen, ne? Nee, okay. Du irgendwas? That stench. Ja, Entschuldigung. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Okay. Hey, welchen Gestank meint er denn? Stinke ich? Ja, mit dem wollte ich auch nochmal reden. Was hast du denn so zu melden? Der ist so, das ist diese Handpuppe, ne? You have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After a thousand years, it is you. It is really you. Forgive me. Julius, grüß dich. Really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Was? Was passiert hier? Nee. Wo bringt er mich denn jetzt hin? This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. Und wenn ich nicht will? What is it? Place no reason for pause. What is it? No. Okay, er lässt mich. Da komme ich nirgends hin. Och Mann. Jetzt bin ich hier an der Stelle. Ich wollte doch eigentlich noch was anderes machen. Na gut. Was ist das denn für ein Riesending? Ich dachte, das wäre irgendwas Kleines. Oh. Aha. Da war ich schon. Da weiß ich, wo das ist. Bei den anderen beiden keine Ahnung. Das eine sah aus wie unten im Keller. wie er da runterhängt, ey. Very well. As Kingseeker, I shall now instruct you. The Lord's successor in your next task. To achieve your fate,
Fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Gravelord Nito, the Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Oh, jetzt muss ich. Was ist das denn jetzt hier für eine verwirrende Unsinn? Okay. Der wird mich wieder da runterbringen. Okay, was... Jetzt gehe ich meinem ursprünglichen Plan nach und guck mal da runter. Oh, warte. Hier habe ich jetzt eine Idee, die hoffentlich hilft. Ermöglicht Abgrundschreiten. Wait, what? Den Abgrund zu durchschreiten. Artoria, wo habe ich diesen Ring her? Den Bund des Ritters Artorias mit den Bestien des Abgrunds. Ach du Scheiße. Synergie der Wunder, das ist mir erstmal egal. Zusätzliche Zauberei. Ich wollte... Wo ist denn der... Wait. Wo ist denn der Ring, der mich leise macht? Schluckt alle Geräusche, der da. Den wollte ich da unten jetzt mal probieren. Okay, gegen die hilft er schon mal nicht. Gut. Das war hier. Okay, und den Abgrund durchschreiten Ring, den habe ich wegen Sif. Okay, danke für den... Für die Erinnerung an dieser Stelle. Ja, Jungs, ich renne jetzt hier einfach durch. Das letzte Mal bin ich bis runter gekommen. Und hab dann... Aua! Hab dann unten verkackt, weil ich nicht rechtzeitig ans Feuer bin. Scheiße. Okay, hier bin ich falsch. Shit! Wo ging's denn hier weiter? Aua. Aua. Hä? Aber ich bin... Hä? Ich war doch schon mal da unten. Die sterben halt nicht, ne? Die stehen wieder auf. Scheiße. Autsch. Ey, 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 ey. Stopp, 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 stopp. Ich war doch schon mal... Ach ja, gut. Dann sterbe ich jetzt hier. Auch nicht so wild. Ich war doch schon mal da unten und da war offen. War ich da menschlich? Okay, Moment. Ah, halt, 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 halt. Also erstmal wieder, wenn ich jetzt gerade schon hier respawne. Ich glaube, den hatte ich drin.
wenn ich doch gerade schon mal hier bin. Gucken wir mal, was da oben geht. Ach komm. Es war jetzt unnötig, dass du mich nochmal gehauen hast. Lassen wir den. Ich vermute ja einen Boss oder so, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was mich hier... Och nö, so ein Ding. Lass mich mal einfach hier durch, bitte. Danke. Ah! Da ist noch eins. Ha, ich kann nicht, ich darf nicht. Warum darf ich nicht? Ey, Leute. Muss ich die jetzt echt erst besiegen? Nee, bitte nicht, ey. Shit. Aua. Aua. Ach, Kacke. Ich will nicht gegen die kämpfen. Da oben ist ein Aufzug. Weil die kriege ich ja nicht kaputt. Die brauchen ja... Bei denen muss ich ja... Feuer haben. Die gingen schnell mit Feuer kaputt. Ist das vielleicht... Ich probiere mal was. Vielleicht kann ich dieses Leuchtfeuer ja nur aktivieren, wenn ich menschlich bin. Vielleicht habe ich ja Glück. Ist eine Idee. Bin ich jetzt? Ja. Ich bin ein Kelly. A Kelly. So. Wie mache ich das? Ich weiß nicht, ob das eine dumme Idee ist, dahin zu gehen, aber ich... Also wenn ich die Schweinchen kill, dann sind die ja nicht mehr da. Ach komm, ich probiere es mal, ob ich es kaputt krieg. Weil die spawnen ja nicht wieder. Das heißt, wenn ich die jetzt einmal platt mache, dann habe ich sie aus dem Weg. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. So, komm her, du. 21 Schaden, ey. Nix, nix. Ja, ich krieg sie schon kaputt irgendwann, aber es dauert halt jetzt ein bisschen. Das ist nervig. Thank you.
minimal unnötig, dass ich den jetzt hier so oft hauen muss. Ah, Hilfe! Lass mich mal kurz saufen. Muss ja nicht sein. Ja, ich hau halt hier gegen Stahl, ne? Ich meine, die haben eine Rüstung, ich verstehe ich schon. Bestimmt gibt's irgendeine Waffe, die hierfür geeigneter ist als, als meine Axt. Gut, dauert jetzt halt einen Moment, ne? Reiskeilerhelm, cool. Oh, der ist aber schwer, ey. Okay. Ja, ist ja gut. Ich hab's zu eilig, ich weiß. Oh nö. Bin ich am... Na. Seltsame Hitbox da an der Stelle. Seltsame Hitbox an der Stelle hier. Naja, wenn die zwei tot sind, dann sind sie aus dem Weg. Der eine müsste ja jetzt weg sein. Schweinerei, genau. Wenn meine Vermutung stimmt, dann ist jetzt hier kein Schweinchen mehr. Und... Jawohl, ist weg. Passt. Aber die Menschlichkeit ist auch flöten gegangen. Ah. Ibims, ein Depp. Naja, gut. Wow. Ich will an meinen Loot. Danke, weil 1000 Seelen sind 1000 Seelen. Ich habe zwar vorhin 5000 verloren, aber... Ihr seid miese Mistviecher, ihr Schweinchen. No. Schnell aufstehen, schnell, 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 schnell. Nein! Dieses Zeitfenster, was man hat, ist sehr kurz. Lieber einen trinken, weil zwischendurch kommt da extrem viel Schaden an. Wow! Und den kann ich nicht blocken. Nein, 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 nein! Oh.
Schande. Ach, hinten kann er auch zuhauen. Ja, wer hätte es gedacht? Aua, da wartet man eine halbe Sekunde zu lang. Dann war's das schon, ey. Dann trifft einen der zweite, den er macht. Oh, ist das hart hier gegen so ein blödes Schwein, ey. Ah! Autsch! Unnötig! Oh. Ah. Oh. Jetzt darf ich. Okay, sehr gut. Hatte nichts mit Menschlichkeit zu tun. Ah. Okay. Wo geht's hin? Ah, von links. Okay, alles klar. Wow. Aua. Okay. Nee, nee. Ich denke, ich bin hier falsch. Ich denke, ich bin hier falsch. Ich bin hier ziemlich sicher falsch. Ich mache denen viel zu wenig Schaden. Und die mir einen Haufen. Gut. Ja, wobei, die einen, die habe ich doch schon gut gekillt gehabt mal. Wait, bist du wieder aufgestanden? Nee, au, okay, tot. Boah. Sehe ich gerade noch nicht so richtig. Gerade schwer am Überlegen, wo es jetzt hingeht. Siebenundfünfzig. Ich denke, probiere ich jetzt nochmal runter in die... Genau, das probiere ich jetzt nochmal. Also... Ich gehe nochmal runter in diese Katakomben, diesmal menschlich, und schaue, ob ich jetzt durchkomme.
ob das irgendwas mit der Menschlichkeit zu tun hatte, dass ich da das eine Mal vor einer offenen Tür stand und diesmal vor einer verschlossenen. Gucken wir mal. Hey, er ist weg. Der Kollege ist weg. Okay. Level 57. Und er pennt. Okay. Ich bin da unten mal durchgekommen. Bin gespannt, ob es jetzt klappt. Mal gucken. Ob es an der Menschlichkeit lag. Ich weiß nicht, ob ich da menschlich war, als ich da unten gewesen bin. Keine Ahnung. Die Skelette zu killen, bringt Roin gar nichts. So, hier ist kein anderer Durchgang. Ich weiß, dass ich hier runter... Ach, da war ich reingelaufen. Genau, okay. Jetzt, Adley. War ich vorhin einfach falsch. Hier, da. Leuchtfeuer. Ah, ich darf nicht. Warum darf ich nicht? Aua. Hört mal auf. Ich darf nicht. Wie sterben die denn endgültig? Das gibt's ja gar nicht. Jetzt hat. Puh, okay. Ah, du Sackgesicht. Okay, die sterben endgültig, wenn keine anderen in der Nähe sind. So, ich gehe davon aus, dass sich gerade die Tür oben hier links ums Eck geöffnet hat. Ja. Das sieht mir auch alles sehr gruselig aus hier. Wo bin ich? Was zum... Was ist mit ihm, ey? Er schmeißt Feuerbälle auf mich. Oh, da steht noch eins. Bevor die anderen aufwachen. Nein! Bleib doch am Boden liegen. Ey! Leute. Okay, wisst ihr was? Du bist ein Nervbolzen. Ey, bleib stehen jetzt! Aua, stopp! Okay, kann es sein? Ah, dieser Feuermagier, der ist dafür verantwortlich, dass die wieder aufstehen. Kann das sein? Wirkt jedenfalls so. Hey, wo kommst du denn her? Ach, Leute. Hier ist Rumhüpferei hier, ey. Reicht jetzt. Gut.
Also der Feuermagier ist dafür verantwortlich, dass die wieder aufstehen. Hab verstanden. Och ja. Okay, das ist auch eine miese Nummer hier, ey. Nimm. Falkenschnabel. Ah, weiß ich nicht. Klingt nicht so nützlich. Hallo? Nein! Große Seele. Also ich bin auf jeden Fall vom Level her, bin ich hier überlevelt, definitiv. Ach, warte. Ah, okay, das war das hier. Okay, alles klar, jetzt weiß ich, wo ich bin. Da bin ich da runtergekommen, da ging es da links lang, dann gehen wir mal... Hier rechts gibt's nix. Nö, nicht so wirklich. Dann war ich doch hier ganz richtig, hätte ich gesagt. Wow! Okay, hier gibt's auch Falle. Ja, ich laufe einfach weiter. Keine Ahnung, was mit denen... Aua! Ah, da hinten dreht sich die Ding um, okay. Die Brücke. Das ist schon eine Schweinerei hier mit diesen Dingern, ne? Hallöchen. Ich bin versucht, da einfach runter zu hüpfen. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, das ist schon wieder sehr labyrinthhaft aufgebaut. Das gefällt mir nicht so gut. Ha, okay. Das hier ist einfach ein Skelett-Spawn. Okay, von mir aus. Dann ist das hier bestimmt auch ein... Ah, da ist Loot. Ach, ja! Heidenei! Ey, warum stehst du wieder auf? Bleib gefälligst liegen. Wo ist der Feuermagier, der dich wiederbelebt? Nee, ich muss den Feuermagier finden. Hier ist er nicht. Oh oh. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Hinter mir ist noch eins.
Oh, 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 nein, nein! Oh, ho, ho, ho. Und ihr springt mit runter! Jawollo! Ach du Scheiße! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Gut. Grüne Scherbe. Neu. Es regnet Skelette! Ah, shit. Das ist schlecht. Können die noch ein bisschen weiter runterfallen? Ach du Schande. Ja, ich muss da runter, ne? Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Hoi. Ach, nee. Okay. Be gone with you. Hä? You'll spoil my focus. Boah, wie der redet, ey, das ist ja schrecklich. Ah! Habe da. Oh nö. Ja, das ist mein Tod hier. Das ist mein Tod hier. Und ich kann nicht ans Leuchtfeuer, weil... aus irgendwelchen Gründen. Oh, wait. Du bist ein Schmied. Nee, komm schon, ey. Ey, ganz ehrlich. Warum steht ihr immer wieder auf? Ich darf nicht ans Leuchtfeuer. Wegen euch hier. Ich hab verloren. Ich verstehe nicht, warum ihr immer wieder aufsteht. Ey, ach. Ich will hier doch nur raus. Nein, stopp. Ach, fuck, ey. Gut, mein Controller hat einmal die Kontrolle verloren. Der hat durchgehend vibriert gerade. So, ich darf wieder. Oh, was, wieso hier oben? Ich war doch unten bei dem anderen Leuchtfeuer. Warum spawne ich hier oben? Habe ich da nicht gerastet? Stimmt, ich habe da nicht gerastet. Och nee. Ja, egal, bis da runter geht's schnell. Absolut unverständlich. Also, was das jetzt gerade für eine Aktion war, dass die nicht gestorben sind, keine Ahnung. Da war ja jetzt auch kein Feuermagier in der Nähe. Und ich habe den Schmied gefunden, den Uralten, der was mit dem Zeug anfangen kann, anscheinend. So, okay. Na, dann gehen wir mal wieder hoch zu dem. Ist das dann alles, was es dort gibt, dieser Schmied? Ich will ehrlich gesagt nicht gegen die kämpfen. Wie komme ich jetzt hier schnell zu dem runter? Ich habe keinen Bock auf euch. Weil ihr sowieso gleich wieder aufsteht. Was soll ich dann hier kämpfen?
Oh, da unten ist noch eine Nebelwand. No, nein, ah, daneben. Ja, der Feuermager wird irgendwie oben sein. Das, davon gehe ich schon auch aus. Das ist mir schon klar, aber es war halt super unnötig. So, das da unten, das ist noch nicht freigeschaltet, sehe ich. Vor allem haut der ab. Der rennt ja davon. Wo ist er jetzt hin? Keine Ahnung. Aua, ja, ist gut, ich weiß Bescheid, ihr blöden Skelette, ey. Glaub hier lang. Dann hier lang. Dann bin ich... Nee, nicht hier lang. Ist der Feuermager hier drin? Nee. Hier sind nur Skelette, die ich jetzt auf mich... Ja, auf mich hetze. Ja, 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 ist gut, lasst mich einfach durch. Lasst mich einfach durch. Lass mich halt durch. Blödes Skelett. Da ist der Feuermagier. Da drin ist er. Nee, 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 nicht von hinten. Ach. Fuck off. Und dann kann man nicht zurücklaufen. Ach. Blöde. Okay. Ich reg mich schon wieder viel zu sehr auf gerade. Also. Weniger Skelette zur Party einladen. Ja. Also, aber an denen hier. Komme ich da irgendwie rüber? Nee. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Ich probiere was aus. Ich probiere mal was aus. Ich weiß nicht, was der Ring macht, aber vielleicht kann ich ja jetzt hier rüber rennen. Nö, kann ich nicht. Oh, das Gebiet zum Spielbeginn gemacht. Gut, also der Ring hilft mir hier überhaupt nichts. Nehmen wir wieder den anderen. Dachte, dass der Ring vielleicht mich kurz schweben lässt, aber... So wie damals bei Zelda, da gab's doch dieses... Was war denn das noch? Da gab's so ein... Bei Ocarina of Time war das, glaube ich. Dann haben die auch noch so ein blöde, so eine blöde Rolle und so Quatsch, ey. Also sowas hast du ja noch nicht gesehen, ey. So, und wo ist jetzt der Feuerboy hin? Der ist weggerannt. Direkt am Anfang würde ich das nicht machen wollen, ey. Jungs, nein. Es reicht. Warum habe ich jetzt so eine Kamera, Mann? Der bleibt doch hinter mir. Was soll denn das? Keine Ahnung, wo sie sind. Hallo? Schädellaterne. Aha. Keine Ahnung, was der tut.
Okay. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ah, hi. Ah, wunderbar. Einmal hier abspeichern, bitte. Und dann lass mich kurz mit dir reden, guter Schmied. Oh, der... Ja. Oh, das ist der Horror. Ja, ich habe halt keine Seelen jetzt, ne? Ah, wobei, Waffe verstärken, gucken wir mal, was der hier mir noch bietet, aber... Kristallhellebarde. Okay, der macht so Magiezeug anscheinend. Auch alles andere. Waffe verstärken, nein. Ausrüstung umwandeln. Das geht nicht höher. Okay, die krude Kampfaxt kann ich wahrscheinlich nicht höher machen. Und der kann jetzt Feuersachen machen. Naja, gut. Okay. Ach du Scheiße, du hattest keine Schnellreise und musstest hier auch wieder rauslaufen. Oh oh. Das ist ärgerlich. Hui, was bist du denn? Ey, oh, zwei. Na klar, drei. Ach ja, komm. Ey, ach ja, hey. Hahaha. Uhu. Reicht ja nicht, erstmal den Gegner kennenzulernen. Mann. Katakomben. Ja, wisst ihr was? Dann scheiße ich auf euch und laufe einfach hier vorbei. Darf ich nicht. Wie auch. Ich sehe nichts. Was ist das hier für ein Mist, ey? Was ist denn das? Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist doch... Also sowas Unnötiges. Oh. Und ich habe versucht, mich nicht aufzuregen. Ich versuche es wirklich. Ich geb mir größte Mühe, mich nicht über den Unsinn, der hier gerade passiert, aufzuregen. Ja, Homing seid ihr auch. Ja, ja, ist klar. Ach so, ja, ja. Ist schon gut. Ah. Okay, ich bin in einem Bossgebiet. Moment mal, dieses Stück Monument hier, das ist wahrscheinlich dieses runde Riesending, das ich auch im Keller gesehen habe, bei der Ding gesehen habe, bei den Flammen. Was kommt jetzt? Wer bist du denn? Drei Gesichter. Okay. Feuerrad. Och nee.
Ey, nee, 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 nee. Jo, okay, ich habe gesagt, ich war überlevelt hierfür. Da haben wir den Beweis. Kunst des Entfachens. Oh. Ach, hier ist eine Leiter, lol. Was ist da? So, auf Schleichweg. Moment. Ich habe offline gestartet. Das heißt, das ist ein Ingame-Tipp. Ja, nee. Nee, 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 nee. Da will ich nicht zurück. Dunkel es hier auch einfach ist, ne? Aber zum Glück habe ich hier eine Schädellaterne gefunden. Grabmal der Riesen. Oh! Nee, 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 Freundchen, nee, Freundchen, lass mal. Tot. Tot. Da bringt mir auch die dämliche Laterne nichts. Das ist doch... Das ist voll mies, ey. Also, jetzt probiere ich mal ganz kurz was aus, weil ich das jetzt gelernt habe. Jetzt kann ich... Keine Ahnung, benutze ich mal zwei Menschlichkeit. So. Dann... Als, genau, Aushöhlung umkehren. Und jetzt bin ich gespannt, was es bringt. Menschlichkeit darbieten und Flamme entfachen. Oh! Okay, Moment. Kann ich das noch mehr erhöhen? Oder ist 10 das Maximum? Ich kann jetzt... Aha. Ich kann jetzt die Leuchtfeuer verstärken. Oh! 15 Flakons. Okay, alles klar. Das ist natürlich nice to have, aber bringt mir jetzt gerade erstmal einen Feuchten. Ganz ehrlich gesagt. Nein! Lasst mich einfach. Bitte lasst mich einfach hier durch. Und geht mir nicht weiter auf den Sack. Ich habe keine Lust auf euch. Ganz ehrlich.
So, habe ich denn... Okay, Moment, ich muss was tun. Ich muss hier einmal mein nices Schild reinpacken. Mein nices Riesenschild und dann auf die andere die Laterne. So. Im Dunkeln dadurch ist... Haha, das will ich niemandem zumuten müssen, ey. Also ich meine, dir wird ja relativ deutlich der Weg gezeigt, ne? Aber... Hi. Und hier geht's irgendwo noch rechts hoch. Finde ich jetzt nicht. Ach, egal. Oh, ihr seid... Das ist eine miese Nummer hier, ey. Das ist einfach nur... Oh. Nicht runterfallen, bitte. Nicht runterfallen. Nein, warum? Nee. Ich komme hier nicht mehr hoch, ne? Nein. Oh Gott. Ah! Ah, der hat überlebt, lol. Und wer bist du? Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Ein Kleriker? Nö. No? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but, well, we're friends now. So I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. Oh, was bist du? Aua. Mei. Oh Mann, ey, geht's jetzt hier? Bitte mach einfach nur den Nebel auf und schick mich nicht zum nächsten Boss. Okay, sehr gut. Fucking hell. Ach ja, ach ja. Klar sitzt hier unten auch noch ein schwarzer Ritter. Ja, genau. Ha. Nein. Ey, das geht heute schon wieder los. Dass es so losgehen muss. Oh. Und diese Räder hier, ne? Die machen mich auch, das treibt mich in den Wahnsinn. Sowas Bescheuertes kann man sich doch nicht ausdenken. Dass man hier auch gleich so viele davon platzieren muss. Reichen ja nicht drei.
Nein, es müssen 17 sein. Großzügiger Mann, der hat mir doch gar nichts gegeben. Der hat mir gesagt, da ist was, aber... Ja, ich habe vergessen, mehrmals mit denen zu reden. Ich frage ihn nochmal, wie es ihm geht. Falls ich überhaupt bis dahin komme. Weil das ist ja hier immer noch... Der ist ja jetzt... Der eine Dicke ist ja jetzt wieder da. Das ist ja alles... Die sind ja alle wieder am Leben. Der hier, der da unten... Der hier, alles wieder, ach, das sind, die sind gleich zu zweit hier, perfekt. Wo ist er, der großzügige Mann? Der schubst mich doch runter. Ja, hab ich's gewusst. This is what I do, my friend. The trinkets I'll be stripping off your corpse, that's the real treasure. Was für ein Affe. Ich wusste schon, dass der nix... You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights, my former escort. Ach, guck an. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing, nothing at all to be done? Die gute Dame. Ja. Aua. Komm, ey. Ey, Schild hoch, Schild hoch. Mach. Hundert Jahre, ums Schild hochzuhalten. Und ich muss wieder durch die Reederei. Geil! Geil! Was will ich überhaupt da hinten? Komme ich hier irgendwie anders wieder raus? Lass mich, kann ich bitte... Ich komme hier halt auch nicht, ich komme hier, ich muss da lang. Da kann man gar nicht rückwärts raus.
So, jetzt ist die Frage, will ich da runter? Eigentlich würde ich die gute Dame schon befreien wollen, so, ne? Also das, oder zumindest da, das sieht so aus, als könnte man da irgendwie was erledigen. Also gegen die hier werde ich nicht mehr kämpfen, das ist total bescheuert. Im Dunkeln hier gegen so viele Gegner zu kämpfen, das, pff, scheiß drauf, ganz ehrlich. Sollen sie bleiben, wo der Pfeffer wächst. So, dann war der Weg hier weiter. Dann ging es, glaube ich, hier weiter. Zwei Stück, jawohl, genau. Zack. Hier wird es jetzt hell. Hier ist der gute Mann irgendwo. Schubst du mich nochmal runter? Oder muss ich selber springen? Alright. Alright. If that's the way it is, you silly little bastard. Well, I've had enough of you. You lousy good for nothing. Wallow in your spit. Da kommt was. Ich hüpf runter. Vier Menschlichkeit. Rundaxt. Nope. Autsch, autsch, nein, 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 nein. Och, und dann wieder in so einem Rhythmus. Und erneut durch die Reederei. Da! Was habe ich eigentlich für einen Ring gerade dran? Ach so, den, der mir nichts bringt. Ja, ich wollte doch den anderen jetzt hintun. Den. Also ich glaube, das waren jetzt relativ viele Seelen, die ich da unten jetzt liegen habe. Das heißt, ich würde ganz gerne eigentlich die Seelen wieder zurückhaben. Zumindest das. Ich versuche jetzt hier auch keinen zusätzlichen Loot zu sammeln. So, scheiß drauf, ganz ehrlich. Achso, nee, warte, hier ging's weiter. Aber dem da unten, der will ich helfen. So, das heißt, wir gehen hier runter. Schlucken einen Flakon. Packen uns mein Stuff wieder. Ich glaube, das waren relativ viele. Zack. Ja, nee, nicht mal. Und Schild ausgepackt. Rechten Stick gedrückt, bis einer kommt. Jawohl. Nein, 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 nein. Leute, Leute, Leute. Immer mit der Ruhe. Kommt mal her. Ich habe zu früh gehauen. Den einen ja vorhin schon so gut wie tot gehabt. Okay, jetzt ist nur noch einer. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Oh, 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 Junge, Junge.
Ja, sagte er und wird geschnetzelt. Komm. Na bitte. So. Gute Dame, wo sind Sie? Kommst du mit? Ja. It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. I am certain that both... Thank you. Was steht da oben rum? Was bist du? Was bist du denn? Aua, 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 aua. Wartet mal kurz. Nope. Es sollte eigentlich ein Sprungangriff werden. Das auch. Spiel will mich keine Sprungangriffe machen lassen. Es will nicht. Warum auch immer. Oh, ey! Win Mystery, Marius, vielen Dank für dein Abo, Mann. Nice. Dankeschön. Ich versuche dem gerecht zu werden und heute weiterzukommen. Weißer Brocken, okay. Ah, hier geht's jetzt eine Leiter hoch. Hm. 25% Rabatt, echt, okay. Wusste ich gar nicht. Da unten ist der Lava-Quatsch, den ich schon stillgelegt habe. Okay, ah, hier bin ich wieder. Okay, alles klar. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich diesen schwarzen Ritter loswerde. Oh, der ist runtergefallen. Der wird mir nichts mehr machen. 25% Rabatt auf Subs. Ja, Leute, dann tut es. Okay, wo ist der Black Knight? Ah! Nope. Ach, Spiel. Spiel! An der Stelle machen wir jetzt eine kurze Pause für das YouTube-Video. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.